Here we go. Die ganze Meute, fast die ganze Meute ist vertreten hier in der Tante Anna. Einen haben wir zu Hause gelassen, weil wir bereiten quasi vor für unser Ostermenü. Das ist der Bambi. Hi an die 1000 Zuschauer da draußen. Treueste Seele, Bruder seit 10 Jahren. Und jetzt haben wir hier schon unsere Gewürzmischung für die Lammhaxe zusammen gestellt und haben hier die Schälchen mit den Deckeln gekauft und wie ihr seht, passt nicht aufeinander. Das ist eine Katastrophe, jetzt müssen wir was weiß ich, was wir mit den Deckeln machen, die sind halt da. Und Bambi macht jetzt hier Tüte die Dinger jetzt einzeln ein. Ist halt nicht das Schönste, aber gut, okay, das ist sowieso nur Gewürze. Kommt ja nachher auf das Endprodukt an, oder? Ja. So. Heute machen wir hier Düsseldorfer Cheesecake. Maxi verbreitet und macht noch ein bisschen Traffic. Ich habe hier schon mal so ein bisschen angefangen, ein bisschen vorzubereiten. Hier kommt nachher unser Cheesecake rein. Hier haben wir unseren Quark mit Frischkäse, unser Alkoholkirschen, ja, genau. Kirschgel und ich werde das dann nachher, wenn das dann fertig ist, auch mal da vorne anrichten auf dem einsamen Teller da auf dem Pass. Genau, hier hinten kocht schon so ein bisschen Kirschgelee, was wir nachher so on top von dem Törtchen machen werden. Und Freunde, ab geht's. Maxi? Ja. Habe ich aber eigentlich geändert, Josh. Hatte ich eigentlich geändert in Cheesecake Tante Anna Style Ostermenü. Mal refreshen, dann sagt er der neue. Refreshen, sagt er. Nach dem Maxi. Ich übergebe das Ruder jetzt hier auch an Max, das ist unser Kameramann für heute, ja? Gucken, wie er sich so schlägt. Ob er Maria die Stirn bieten kann. Das ist halt jetzt schräg, ne? Keiner weiß warum. Okay. Ja. Ich habe mir eigentlich gedacht, Bambi, dass du. Ja, also geile Küche nochmal, ne? Also wir kommen, wir sind natürlich hier im Herzstück der Tante Anna. In der Küche, die im Moment ein bisschen unbelebt ist, ist leider so. Aufgrund der Corona-Situation. Und ich habe mir gedacht, der Bambi macht die Crumble, ja? Was macht Bambi? Ja. Wir haben hier für unseren Boden. Wir waren schon ein bisschen fleißig, wir haben für unseren Boden haben wir den Schokoladencrumble gemacht. Das ist im Prinzip Butter, Zucker, Kakaopulver. Das haben wir dann quasi gebacken, das ist jetzt so ein Crumble und den machen wir jetzt im Thermomix klein. Und dann werden wir den, weil wir das Ganze mit Kiltfisch machen, wir werden so mit dem Kiltfisch da machen und drücken ihn dann hier auf den Boden oder vielmehr drücken den hier in das Törtchen rein. Und das wird quasi unser Boden entgehen. Ja? Dann werden wir hier unsere Ei-Zucker-Masse, wenn wir jetzt hier aufschlagen, auf Wasserbad. Und dann bräuchten wir noch eine Schüssel, um das gleich wieder kalt zu schlagen. Am Abend, Kaiser? Noch nicht, bitte. So. Ja, wir schlagen jetzt hier unser Ei auf mit Zucker, ziehen das zur Hose ab. Wir lösen unsere Gelatine auf. Und schlagen das dann hier drin gleich wieder kalt. Ja? So, ist der Ton gut da? Jungs? Und Mädels? An den TV-Bildschirmen?
gesagt, du sollst erstmal einen Killefisch trinken. Wer hat das gesagt? Ja. Erstmal einen Killefisch trinken. Ja, wenn der Bambi ein Glas organisiert gleich, dann mach ich das auf jeden Fall. Weil heute gibt es kein Bitburger Lied auf der Arbeit. Da gibt es nur den harten Stoff, damit man das erträgt hier. Nee, ganz so schlimm ist nicht. So, das schlagen wir jetzt hier am Wasserbad auf. Es ist relativ viel Ei. Das heißt, es dauert ein bisschen, ne? Aber ich kann euch ja so ein bisschen was zum Ostermenü erzählen. Also wir machen jetzt hier. Schlagen das auf, schlagen das kalt, haben Quark-Frischkäsematte. Mach die Gelatine vorher drunter, dann nehmen wir zum Schluss noch ein bisschen Sahne. Die Sahne habe ich eben von der KitchenAid aufgeschlagen, weil ich mir dachte, das ist vielleicht während der Übertragung vielleicht zu laut. Wenn die ganzen Geräte hier laufen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe mir auch Gedanken halt über die Lüftung gemacht, aber ich glaube, das geht. Also ich empfinde es noch nicht als laut hier. So, oi, er kommt geflogen. Ja. Muss der Kameramann einen mittrinken? Er liebt, er freut sich jetzt schon. Ich freue mich richtig. Aber. Josh hätte gerne die Fensterbank freigeräumt. Fensterbank freigeräumt? Ja, die Druck ist gerade belegt, aber wenn es wieder losgeht, ich habe mir gedacht, also im Moment habe ich natürlich diese Nummer von zu Hause ausgemacht. Ich habe mir gedacht, also wenn es dann wieder losgeht, kann ich das natürlich nicht so oft von zu Hause machen, weil ich halt abends dann hier kochen muss. Aber ich habe mir gedacht, also zweimal die Woche vielleicht, dass man das einfach aus dem Betrieb macht, so ein bisschen wie wir vielleicht ein paar Sachen vorbereiten oder zwischendurch mal aus dem Abendservice wieder so ein paar Sachen dann fast anrichten oder so, dann kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen, wenn das interessant ist. Und dann am Wochenende, ich meine, jetzt werden wir mal öfters den Grill aktivieren und dann werden wir mal ein paar geile Sachen am Grill machen. Auch mal so Fisch, Bambi meinte, Fisch ist vielleicht auch für viele interessant. Werden wir auf jeden Fall alles mal machen. So, dann bevor er warm wird, Maxi. Prost. Auf euch, Freunde. Boah. Wahnsinn. Hat jetzt angefangen zu spitzen. So, ja, das läuft natürlich jetzt hier alles auf das Ostermenü am Sonntag hinaus. Sonntagmorgen, habe ich ja gesagt, 9 Uhr geht's ab. 9 Uhr werde ich mit Maria bei uns in der Küche stehen und unser Care-Paket zu Hause auspacken, die Box, werde die Lammachse schmoren und werde dann nochmal auch alles anrichten. Obwohl jetzt gerade eben Maxi den Einwand gebracht hat, weil er wird ja auch zu Hause die nochmal kochen hier, gesagt hat, woher sollen die Leute wissen, wie die es anrichten sollen? Ich weiß nicht, meinst du, dass schon ein Bild genügen würde dafür? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber okay. Ein Bild hilft auf jeden Fall schon mal. Okay, ja, dann werden wir einfach nochmal in der Tante Anna Story und meiner Story einfach die 3 Bilder von den Vorspeiseaufgaben bisher posten, dass man da schon mal ein Bild zu hat. Und jetzt gleich, hier wird es richtig schön schaumig, ne? Jetzt gleich werde ich dann da vorne nochmal das bisher anrichten, dass man das vielleicht schon mal hat. Und dann hatten wir jetzt gerade überlegt, ob man nicht irgendwie da so einen Clip rausnehmen kann, dass man nicht immer nicht dieses ganze Gelaber vom Nauz reinziehen muss, sondern dass man das letzte Stück quasi rausnimmt, wenn ich es anrichte und das vielleicht mal irgendwo hochlädt. Keine Ahnung. Gucken wir einfach nachher mal. So, das schlagen wir jetzt hier ungefähr so bis 74 Grad auf, ja. Das merkt man, wenn das Ei jetzt so ein bisschen Bindung kriegt, der Zucker sich aufgelöst hat, das einfach auch mal richtig durcherhitzt, das Ei. Kriegt das jetzt hier so ein bisschen Bindung. So, der Bambi macht das schon, Maxi?
Guck mal, der Bambi, der macht ja den Boden rein, wenn wir gerade den Schoko Crumble quasi mit ein bisschen Killefisch kommen. Dass er, wenn er mit so ein bisschen Flüssigkeit natürlich wieder in Berührung kommt, der ist sonst sehr trocken, wenn er ein bisschen Flüssigkeit, dann kriegt er so matschiges, so eine matschige Nummer quasi über das dann, die man schön platt drücken kann und die auch nachher dann fest zusammenhält. Wie viel Killepitch ist da drin bei mir und wie viel hast du getrunken? Nach Gefühl reingekippt. In deinen Mund, oder? Aber es ist richtig warm für diese Killepitch, ne? Dann hast du die Anstrengungen hier vom Aufschlagen. Kommt drauf an, wo du die Wärme spürst. Ganz im Körper. Sind so heiß. Maria? Meinst du, die tut sich das an? Ihr habt zumindest gesagt, die Jungs wollen uns auch sehen, ja? Ich hab die Jungs gesagt, die Jungs gleich an den TV-Geräten. Wie hast du das eigentlich letztens auf dem Fernseher bekommen, Bambi? Gibt's da so eine Twitch-App oder was? Ja. Ja, also, okay. Das ist einfach nicht fern, ne? Normalerweise würde man sagen, man kann die ganze Geschichte da auch ohne diese Plastikringe machen. Aber wir haben gedacht, so zur Stabilität, wenn wir es euch bringen, beziehungsweise ihr es euch abholt, dann hey, Josh meint, du bist eine Maschine, weil die Schokomasse genau aufgegangen ist. Eimasse haben wir jetzt vom Ding runtergenommen, vielleicht ziehen wir den mal kurz weg. So. Ja, jetzt, Josh, du nicht mehr da bist und alles auf ist, müssen wir natürlich irgendwie so kalkulieren, dass es aufgeht. Jetzt sagen wir die quasi kalt, die Masse hier. Immer schön in Bewegung bleiben. Das gilt für mich und die Masse. So. Da sieht man jetzt auch schon so an der Konsistenz von dem Ei, dass es richtig schön schaumig ist. Schöne Bindung drin. Hier wären jetzt natürlich ein paar Eiswürfel auch ganz geil drin, genau wie ich letztens irgendwo genau zum Abschrecken auch Eiswürfel brauchte. Maria braucht die quasi zu Hause aber für Moskau Mule oder sowas. Und hier haben wir natürlich jetzt auch gerade keine laufende Gastronomie, das heißt, warum sollte die Eismaschine an sein, ne? So, das ist das. Jetzt haben wir quasi hier unsere... Was ist das hier? Die Quarkmasse, ne? Dann nehmen wir hier die gewaschenen Zitronen, reiben da so ein bisschen Abrieb rein. Da kann richtig schön, ne? Richtig schön der Abrieb rein. Wunderbar. Ich glaube, auf die ganze Menge machen wir auch so zwei Zitronen. Machen wir das auch so ein bisschen nach Gefühl. Aber dass es nachher lecker ist. Probieren wir es dann nachher mal. So. Nummer 1. Nummer 2. Schön hier die Bio-Zitrone. Hm. So. So,
ich würde sagen, wir machen dann auch irgendwann mal, also wenn wir dann wieder, wenn wir wieder hier ans Arbeiten kommen, richtig, gibt es dann auch mal so einen Azubi-Menü-Tag, den wir quasi live streamen, Mami, oder? Ja. Soll man das zu so einem Battle machen? Das quasi so, mein, der mag, der, vielleicht guckt der Pascal ja auch von zu Hause aus zu. Grüße. Immer noch ein bisschen mehr als die zwei. Dann gehen wir, stehen wir quasi so einen Warenkorb hin und dann, ja, nee, okay, wir geben euch dann, ich würde sagen, wir geben euch die Zeit, sich vorher was zu überlegen, was ihr so machen könnt. Also die Zitrone, jetzt haben wir hier die, Vanilleschote. Na, dann gehen wir einmal in der Länge nach. Eins. Zwei. Schön auskratzen. Zwei. Wir nehmen nur das Mark für den Rest. Warte, bleib mal da, Maxi. Komm dann mal wieder. Für die Nummer 1. Und für die Reste haben wir hier oben so eine Box. Was ist da Lustiges, Kaiser? Josh meinte, geile Idee, Primetime 2015 am besten. Ist so, ne? Aber du bist ja auch in der Scheiße, Josh, in 2015. So, das Mark hau dann hier rein. Für den Rest zeigt der Bambi uns jetzt, haben wir so eine, oben so eine Vanillezuckerbox. Das ist einfach nur Zucker, also auch so gut zu Hause, falls man dann mal so die eine oder andere Vanilleschote benutzt. Einfach ein Gefäß nehmen, Zucker rein und dann die Schoten da reinstopfen. Schon hast du aufgemacht Vanillezucker. Da kannst du diese Vanillepäckchen-Kacke, die so quasi jede Hausfrau zu Hause hat, noch benutzt. Grüße an meine Mutter. Ja. So, jetzt habe ich das quasi einfach nur verrührt. Das ist Frischkäse, Quark, die Zitrone und die Vanille. So. Mal wieder. Und jetzt haben wir hier die Gelatine. Die habe ich vorher mir die abgezählt. Die drücke ich jetzt aus. Die habe ich jetzt nur im kalten Wasser eingeweicht. So. Und jetzt hier in so eine Rotöse rein. Dann machen wir so einen Löffel hier von da rein. Dann lösen wir das hier auf. So, einfach. Nicht zu warm werden lassen. So, und wenn wir die Törtchen gleich haben, die lassen wir natürlich schön durchkühlen im Kühlschrank über Nacht, bis morgen, bis ihr die bekommt. Aber eins werde ich jetzt gleich mal in den Froster reinfeuern. Und so. Azubi-Duell, das wird der Hit. Das recht, Josh. Und dann, Josh, dann lassen wir so unsere Azubis wie so Gladiators gegeneinander antreten. Jetzt gleichen wir das so ein bisschen an. Jetzt sehen wir uns so ein bisschen von der kalten Masse zu der warmen dazu, damit die Gelatine nicht flockt. Ja? Also wenn ich das jetzt einfach hier reinkippen würde, dann wird die Gelatine wahrscheinlich direkt wieder fest werden. Und wir hätten dann so Stücke, so Gelatine-Stücke, nicht abartig da drin. Dann gleichen wir das jetzt von der Temperatur so ein bisschen an, dass die Gelatine ein bisschen runterkühlt. Und dann machen wir alles auf einmal jetzt gleich da rein. Mal kurz hier. Okay, das ist auch wieder kalt. Also. Zack, Abguss auch mal sauber machen, ne? So.
Meinst du, dass wir nicht vorbereitet haben? Nee. Aber überlege. Spritzbeutel. Ja. Aber egal. Wann ist es wieder? So, alles schön hier temperiert. Ja, sehr gut. So, jetzt rühren wir das erstmal hier rein. Komm hier rüber, Kaiser, dann sind wir einmal hier. Wir haben alles auf einmal hier. Kannst du das mit einer Hand hier rein kippen, Kaiser? Hier hin, ja. Gut, lass mal langsam reinlaufen. Bambi? Ja, hier. Meinst du, du kannst mir so ein Ding vorbereiten? Mit Schutzbeutel? Schlecht vorbereitet, genau, sehen wir mal. So, jetzt haben wir dieses Mal alles da drin. Was ist das? Siehst du mal jemand was vor, oder? In der Stadt geschrieben, Talhana gegen Excelsior. Der Showdown. Und dann, die haben ja die gleichen Gerichte. Ja, die Azubis können doch genau das Gleiche. Das heißt, wenn die hier anfangen würden, müssen sie sich nur an die Umgebung gewöhnen. Ja, danke, Bro. Kurz hier das zusammen. Ich halte mal, bis das die Messbecher. So, jetzt gehen wir hier die, unsere Quark-Frischkäsemasse mit zum Ei. Rühren das unter, füllen das ab. Ready. Danach machen wir den Spiegel. Wunderbare Masse, das sieht man schon. Nichts verlernt im Homeoffice, Herr Nauerzu. Nichts verlernt. Ist der Josch da allein im Alter? So ungefähr, ja. Maria nicht am Start? Doch, ich glaube, die hat gerade eben geschrieben, dass der Ton gut ist. Ah, okay. Ja, wenn da Freunde Jungs sehe ich, hi Jungs. Das können wir hier in so eine Spritzbeutel rein. So. Das fehlt mir so ein bisschen zu Hause, dass ich einfach auch so um die Ecke gehen kann, Maria da so spült und so und ich einfach alles so reinfeuern kann. Aber ja, die Aufbauarbeit bleibt natürlich zu Hause bei mir hängen. Das wird Maria wahrscheinlich sterben, aber er liebt es. So. Mami, hast du noch so ein Gerät zum Schneiden? Ah, du meinst eine Schere? Schere, ah ja, okay. Der kann, Maxi hat hier eine. Ah, okay. So. Jetzt füllen wir das hier rein. Haben wir so fast ringhoch voll. Wir müssen uns noch so ein bisschen Platz lassen nachher fürs Gelee, fürs Kirschgelee oben drauf. Ich habe gerade die ersten drei abgefüllt und habe gedacht, scheiße, Alter, das reicht ja nie im Leben, aber ja, da ist noch ein bisschen was da. Der Josch schreibt, dass das köstlich aussieht. Ah, danke, Joschi. Hi. Ja, können wir noch mal Joschs Lieblingsplatz kurz zeigen? In der Küche? Ja, natürlich. Er ist gerade voll. Leider gerade vollgestellt. Aber ja. Wurde halt vernachlässigt, wo Josch nicht mehr da war. Das stimmt, ja.
Wir haben jetzt die Vollkaiser, ja, 10, 13 oder so. Ja, 13. Na, dann jetzt kurz mal eine Tüte. Trotzdem ein bisschen knapp. Wird knapp? Glaube ich. Naja, Max, hier würde ich sagen, deine Family kriegt die halb leeren. Ja, Max muss das jetzt zu Hause nachkochen wollen. Ich glaube, den Cheesecake habe ich oft genug gemacht, bis ich das noch hinbekomme. Aber da war Josh auch noch da, als wir den hatten, oder? Ich glaube Müll-P02 schreibt, ich freue mich schon auf Sonntag. Weiß ich, wer das ist. Wie? Wahrscheinlich jemand, der das bestellt hat. Sehr schön. Ja, dann. Das wird wirklich zu wenig sein. Müssen wir das nochmal machen. Aber okay, das machen wir dann nachher hinter der Kamera, oder? Ja. Wir machen jetzt erstmal eins. Max, der Wein habe ich schon oben. Ja. Sag mal hallo Thomas, das ist der Thomas, ne? Unser Hallo, servus. Servus. Ich hör auf zu filmen. Das ist ein Livestream. Das ist geil. Alles live. Quasi rausstellen müssen, ne? Kriegen wir gar nicht umgehoben, ne? Ja, das finde ich unclever von mir, ne? Hm? Da soll ich einmal einfach nur drauf machen, den stellen wir in den Koster. Noah fragt, was es denn Feines gibt. Es gibt hier Düsseldorfer Cheesecake. Ja, genau, mit beschwipsten Kirschen. Da haben so Kirschen hier eingelegt. In so einem Alkohol, also so Kirschwasser, ein bisschen Killepitch und sowas. Ne? Die haben wir schon vor einer Woche ungefähr vorbereitet. Die haben wir drin ziehen lassen. Jetzt gleich kommt auf den Cheesecake kommt noch ein Kirschgelee oben drauf. Dann haben wir hier ein bisschen Kirschgel. Dann gibt es noch so ein bisschen von dem Crumble gibt es noch da als Beiwerk. Okay, jetzt machen wir den einen hier rüber. Oder sollen wir das nach oben bringen, Maxi?
Ja? Der sicherste Weg? Ne, wir gehen einfach so. Hier ist die heilige Tante Anna, aber leider halt nicht gedeckt. Steht's kalt. Dann lass ich das durchkühlen und nachher verpacken wir die, damit die durchgekühlt sind. Jetzt geht's nach vorne. Vorsicht, Kalle, leg dich nicht hin, leg dich hin, um Gottes Willen. Halt dich fest. Oh Gott. Mein iPad, Digga. Ja, genau. So, jetzt hör mal. Das weiß wie Bienchen der kühlt hier sogar nebenbei so ein bisschen. Danke, danke, ja, Bami. Danke. Desinfizieren wir natürlich hier noch alles, ne? Weil ich habe ja gesagt, sauberste Betrieb, ich habe gesagt, Top 3 der saubersten Betriebe in Düsseldorf. Dieses ganze Menü gibt es bei uns auch nur to go, weil wir ja noch. Genau, also im Moment gibt es das nur to go. Wir haben halt jetzt so versucht, das Beste drauf zu machen, einfach muss man sagen. Ja, wir hatten halt auch überlegt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, wir haben schon überlegt, auf diesen Zug von wegen Außenhaus aufzuspringen. Aber können wir einfach nicht, ne? Also, sind wir nicht für gemacht. Und das hier passieren wir jetzt einmal hier rein. Das wird unser Kürz gehen. Das war quasi Zucker gewesen, das karamellisiert, dann habe ich den ein bisschen Killipitch abgemischt, habe den Killipitch ein bisschen reduzieren lassen und dann habe ich einfach mit Kirschsaft aufgefüllt. Und den habe ich jetzt auch nochmal so um ein Sechstel vielleicht reduzieren lassen. So, nochmal so 400, weil wir müssen uns ein bisschen übrig lassen, weil wir nachher nochmal anfangen müssen. So. Da habe ich die Gelatine, die werde ich mal ein. Habe ich 400 genommen. Dann kannst du das mal zurück tun? Bitte. So, auch wieder Gelatine in kaltes Wasser eingeweicht. Könnte man auch andere Bindemittel nehmen. Ne? Man könnte auch irgendwie Agar-Agar nehmen oder irgendwas anderes. Da gibt es hier eine Menge Sachen. Genau, die lösen wir jetzt hier, die Flüssigkeit ist noch warm. Lösen wir jetzt in der Gelatine in der Flüssigkeit auf. Lassen wir uns ein bisschen runterkühlen. Ich sag mal, ich gebe jetzt den Törtchen da drin irgendwie noch vielleicht, die Masse war ja schon recht kalt, vielleicht so 10 Minuten oder so. Dann ist natürlich immer schöner, wenn die Gelatine sich, wenn ich ihre volle Wirkung entfalten kann und dann oben im Kühlhaus so langsam durchziehen kann. Gut, wir machen das jetzt hier auch nur für euch, dass wir einmal zeigen können, wie wir die Nummer anrichten. Schön einweichen. Also das hier brauchen wir dann gleich.
Das brauchen wir gleich. Dann brauchen wir ein paar von den Kirschen. Ich weiß nicht, geben wir die in den Fond mit? Nee, ne? Irgendwie trocken? Wir können, also, wir überlegen uns das noch. Und wenn wir die in den Fond mitgeben, dann müsst ihr die vielleicht auch vorm Anrichten so ein bisschen einfach ein bisschen trocken legen. Ja, und nochmal, um darauf zu kommen, dass jetzt quasi dieses Ostermenü, das gibt es natürlich nur jetzt zu Ostern und ist halt wirklich eine Außer-Haus-Geschichte. Das heißt, wir würden das jetzt wahrscheinlich, wenn wir es hier kochen würden, ein bisschen komplexer kochen. Wir würden da ein bisschen aufwendiger kochen, wir würden wahrscheinlich mehr Komponenten machen, wir würden da ein bisschen mehr raushauen. Gut, das ist jetzt so eine Außer-Haus-Geschichte, dass das auch für jeden zu Hause umsetzbar ist. Ne? Das sind jetzt quasi unsere Kirschen, unser Kirschgel. Ein bisschen von dem Crumble. Wir haben noch ein bisschen gecrumbled, dann haben wir den jetzt nur hier, den da. Dann könnte ich den nochmal in der Tüte zerschlagen. Ja, wenn du mir. Wie gestern mit den Erdnüssen, die ich hier wurde geflogen. Jetzt sind die Gelatine hier weit, drücken wir auf. Und natürlich kein Wassergeschmack, sondern natürlich jetzt den vollen Geschmack von dem Fond haben, darum drückt man das alles aus. Rein damit. Einmal umgerührt. Josh sagt, er würde den Fond abbinden und mitgeben, dann kann man den noch auf den Teller machen. Abbinden und mitgeben? Ich würde den Fond was binden und mitgeben, dann kann man den noch auf den Teller machen. Wofür? Also ja, kann man bestimmt machen, aber ich finde den ja jetzt quasi ab, damit das quasi das Gelee auf dem Törtchen wird. Oder meint er so Gelee-Stücke oder sowas, Josh? Wie meinst du das? Vielleicht hat er auch einfach nur noch nicht mitbekommen, dass das noch als Spiegel da drauf kommt. Achso, ja, das soll quasi der Spiegel vor dem Topf sein. Und dann haben wir so Zuckerdeko. Die werden wir auch noch dabei packen. Die haben wir uns auch schon mal gebacken. Das ist quasi sowas hier. Ja. Das ist quasi Glucose. Sag mal, Maxi. Bambi. Glucose von Glucose Fondant. Dann ist das Zucker, Gelatine, hau mich tot, ich weiß es nicht genau, müsst ihr jetzt auch nachgucken. Das wird dann auf 114 Grad erhitzt, gekocht. Ja, das ist eine Flüssigkeit, die dann kocht, auf 114 Grad. Danach wird die ja quasi ausgegossen auf so eine, auf ein Backpapier kann man das machen oder so eine Silkfettmatte oder sowas, auf so eine Silikonmatte. Wird die ausgegossen, wird die fest, danke. Hier, den Schokokrumble. Dann wird die fest, dann nimmt man einen Thermomix, belastet den einmal volle Pulle in den Thermomix, indem man das ganz fein puttert und dann hat man so ein Pulver hier. Dann hat man hier so ein Pulver und dieses Pulver wird dann auf ein Backpapier oder halt auch auf eine Silkmatte wird das aufgestreut durch ein Sieb, ganz dünn. Und dann wird das im Ofen langsam gebacken, dann zerläuft das wieder. Und dann hat man quasi diese Zuckerdeko. Ja, lecker. So schön Karamell, ne? Genau. Dann packen wir uns nachher noch ein paar vielleicht. Mal gucken, wo wir jetzt kommen. Man muss ja gucken, wie ich immer so vorbereiten muss für 120 Bestellungen, ne? Das ist ja... Ja, ein Pfündchen noch. Vielleicht... Fühlen wir uns den Fond schon mal ein bisschen schneller runter. Wie gesagt, also ich habe mich auf nicht so richtig vorbereitet. Gucken jetzt einfach mal.
das Wasser ein bisschen. Dort muss man natürlich das so ein bisschen bewegen, dass das nicht stoppt. So. Mal ein bisschen aufkühlt. Geht es noch mal mit deinem Arm? Ja. Jetzt haben wir hier diese Blasen da oben drauf. Weil ich auch mal einen Trink, weil wir wollen ja nachher eine möglichst. Hier sind übrigens die Haxen. Die werden gerade vakuumiert. Wunderbare Ware. Wir wollen natürlich oben drauf auf dem Pöttchen nachher einen glatten Spiegel haben. Jetzt haben wir hier natürlich so ein bisschen durch diese ganze Rührerei ein paar Luftblasen oben drauf. Wir stellen das einfach hier in den Vakuumierer rein. Mach den Vakuumierer einmal zu und der zieht quasi die Luft natürlich da raus. Also sprich auf die Luftblasen. Sieht man das? Ja, jetzt wird es einmal richtig schaumig oben drauf. Gucken, dass das nicht überläuft. Ja, das sind so kleine Kniffe, du. So. Ist natürlich zu Hause, wenn man das zu Hause hat, ja, da kann man. Aber da kann man sich natürlich auch irgendwie da, das hat man hier drauf keinerlei, wirklich einen schönen glatten Spiegel. Und zu Hause kann man das auch einfach durch einen Trichter, oder hier schon mal nach hinten, Max, ich weiß mal was. Durch einen Trichter laufen lassen, da würden sich die Luftblasen auch rummachen. Jetzt sind wir hier. Mal den Spiegel da drauf. So. Jetzt lassen wir es mal kurz anziehen. Erklärt er alles? Ja, es ging, glaube ich, ums To-Go. Das wäre. Okay. Genau, also das ist im Prinzip einfach nur, das ist einfach auch zu zeigen, was wir hier machen und dass man das so ein bisschen auch einfach nachvollziehen kann, ne? Damit man nicht irgendwie, wird jetzt vielleicht nicht jeder gucken, aber dass man halt zu Hause nicht einfach dieses Türchen auspackt und denkt so, lecker, sondern dass man gleich so ein bisschen weiß, wie das Ganze entstanden ist und gleich auch vielleicht auch wichtig zu sehen, wie das einmal angerichtet wird. Ich weiß gar nicht, hatte ich das auf dem Foto auch auf einem weißen Teller gemacht? Ja, ne? Ja. Ja, genau, wegen dem Dunkeln und so, ne? Das ist schon besser. Ja, also was machen wir jetzt noch? Ich muss heute kein Auto mehr fahren, Maxi. Da ballern wir uns mal ein, ne? Willst du nochmal machen? Nee. Gleich, wenn ich mit dem anderen mal neu angefangen habe. Ich hab zu Hause hab ich immer so ein Post-it, das stecke ich mir dazwischen, dann hat das quasi den perfekten Wasser. Gut? Fand ich gut. Ja, doch. Wenn wir besser. War das hier meines, Maxi? Wegen Corona? Halt bloß den 1,50 Meter Abstand. Versuchen wir Messe. Was ist das hier? Und
ist ja schon ein bisschen wärmer. Aber ich muss sagen, ich habe früher leidenschaftlich gerne Jägermeister getrunken. Aber ich war einer der ganz wenigen, oder ich glaube, ich kenne auch keinen anderen, der Jägermeister immer bei Zimmertemperatur getrunken hat. Also ich mochte das irgendwie lieber, wenn das nicht so eiskalt war, sondern wenn das so geschmeidige 20 Grad hatte. Ekelhaft. Richtig lecker. Prost. Stößchen, Freunde. Auf das Leben. Der Max genießt es richtig. So, ich lasse ihn einfach nochmal hier stehen. Wer weiß, was der Tag noch so bringt, Maxi, ne? Wir sind noch nicht fertig danach. Vielleicht gut. Richten wir das noch an. Und dann weiß ich noch nicht, ob wir uns morgen nochmal so vom Verpacken aus, ob wir uns dann nochmal hier irgendwie kurz live schalten oder ob ich vielleicht zu Hause was Geiles mache. So. Dann kann man ein leckeres kochen, Maxi. Mango-Curry. Irgendwer hat letztes schon mal Curry gesagt. Bambi hat, glaube ich, schon mal Curry gesagt. Dann könnte ich Curry machen. Aber die Frage ist, weil wir eben über diese Carbonara gesprochen haben, ja, ist dieses Mango-Curry, was wir kochen, ein richtiges Curry, so wie der Thailänder das machen würde? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Das ist ja im Prinzip alles. Das ist ja meine verwestlichte Version. Genau, ja, genau. Also im Prinzip alles, was man macht. Ich habe ja gestern auch diese asiatische Udon-Pfanne gemacht. Ne? Und da habe ich so Sweet Chili selber gekocht und so. Und das ist einfach so eine gedeutschte Version von Asiennudeln. Da wird wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich jeder Asiate auf den Finger klopfen, wenn er das sehen würde. Aber es ist halt lecker, ne? Also Maria hat gesagt, es war auch also wirklich mit der Carbonara die gelungenste Sache die Woche über. War wirklich lecker. Und die Idee, also war ja mit Bambi zusammen einkaufen und dann haben wir überlegt, mit diesen Udon-Nudeln, Wien-Nudeln, diese Udon-Nudeln, dass er wirklich, obwohl richtige Udon-Nudeln haben wir aber hier nee, nicht mehr, ne? Nicht gut und nur nee. Ist ja eigentlich eine Art dünne Tagliatelle, die sind einmal nur so gewogen, ja, aber das waren diese dicken Wurmnudeln, weißt du? Das ist auch so Weizenmehlnudeln gewesen, muss ich am Anfang in dem Video, da ich auch ganz am Anfang mal da rein. So Weizenmehlnudeln, so dicke sind das dann. Waren aber gut. Also hatte auch Volumen. Diese dicken Nudeln sind dann doch irgendwie so Faux oder so? Die waren betitelt mit Udon-Nudeln, also mit Udon-Nudeln drauf. Josch schreibt Spargelschnitzel. Wer sagt das? Josch. Spargelschnitzel, ja, das wäre auch gut. Obwohl der Schnitzel ja schon so eine richtige Herausforderung ist, ne? Obwohl ich jetzt das, ich habe ja auch hier, ich gucke natürlich auch hier diese Formate Kitchen Impossible geguckt habe und ich mich daran erinnern kann, dass wir damals im Interconti gekocht haben. Da haben wir ja auch, da haben wir 20, zwischen 25, 30 Schnitzel am Tag verkauft. Und da war der Kevin Kirchmeier, ehemaliger Arbeitskollege, arbeitet jetzt in der Schweiz, der war der Schnitzelkönig und der konnte auch so richtige so Ballons, richtig schön dünn geklopft, nicht zu dünn, war perfekt. Und dann konnte der, und jetzt haben wir gesagt, es ist das Wasser. Du musst das Schnitzel vorher mit Wasser besprühen, und das Wasser dehnt sich aus, dadurch kriegst du quasi das Volumen unter der Panade. Okay. Also ein richtiges Wiener Schnitzel wird mit Wasser besprüht, dann paniert und dann dehnt das Wasser sich quasi aus und dadurch kriegst du das Volumen drin. Das hat funktioniert. Aber ja, Schnitzel-Spargel natürlich auch gut. Schnitzel-Spargel-Hollandaise verbieten, ne? Ja. Ja, so eine vernünftige Hollandaise zu machen. Eine vernünftige Hollandaise, Bambi? Was denn? Eine vernünftige Hollandaise? Ja klar, zum Spargel. Obwohl, er hat ja vorher noch nie die Anleitung gegeben. Was denn? Weil der Bruder vorhin die Anleitung zugegeben. Ja gut, aber man macht vernünftige Hollandaise. Hohoho! Alter! Hoffentlich hat das jetzt schon gereicht. Ich hoffe es.
Also wie gesagt, das, ja, also das wird wahrscheinlich bei euch viel geschmeidiger abgehen und so, aber ich richte es jetzt einfach mal an, dass wir das hier nicht alles sprengen, ja. Also ihr kriegt das dann quasi auch in der Folie hier, und wenn ihr die Folie abziehst, dann wird da wahrscheinlich nichts dran kleben bleiben, ja. Wenn das nochmal, das ist halt noch nicht richtig angezogen, man sieht auch, dass das noch recht, und das wäre das Törtchen. Wenn ihr es dann abzieht, ist das richtig schön glatt am Rand, ne? So. Dann nehmt euch hier so ein bisschen von dem Crumble, den ihr dazu bekommt, ne? Der so leicht zerstoßen ist. Hier so ein bisschen. Und hier so ein bisschen. Und noch so ein bisschen. Maria schreibt was von kreisenden Bewegungen in der Pfanne. Ja, das war auch ausschlaggebend. So kreisende Bewegungen in der Pfanne. So wie ich das letztens auch mit den Chicken Nuggets gemacht habe. Ja, das stimmt. Aber es war überwiegend, also der eigentliche Trick war der mit. War der mit dem Wasser besprühen. So, hier ist Kirschgel. So, jetzt machen wir hier die Kirschen, verteilen wir hier so ein bisschen nett drauf. So. Dann hier von dem leckeren Kirschgel. Das ist natürlich die alkoholisierte Kirsche, die ist halt volle Pulle alkohollastig. Und das hier ist halt, da ist auch ein bisschen von dem Fond drin, in dem wir die Kirschen eingelegt haben. Ja, so. Und dann nehmen wir uns hier noch die, ich hoffe, ich hatte mit Bambi mir so einen Plan geschmiedet, wie wir die Zuckerdeko transportieren. Dass wir die Heile zu euch ankriegen. So, stecken wir einfach hier so rein. So, und das ist euer Osterdessert. Wie war das gut? Magst du euch noch irgendwie ein bisschen drehen hier? Ja, ich muss drehen. Mit einem Plattenspieler haben, dass das die ganze Zeit dreht. So, ich würde sagen, ich probiere das noch. Richtig, richtig lecker. Wahnsinn. Ja, das war's von hier. Wie gesagt, entweder Maria und ich morgen zu Hause, morgen Abend, werden wir nochmal, wollte natürlich mal Rücksprache halten, oder Maxi und ich hier. Und dann trinken wir einen mehr als heute. Gucken wir mal. Wenn dann natürlich, würden wir natürlich auch morgen recht früh, ne, sind wir recht früh hier, weil wir es dann um die Mittagszeit oder Nachmittagszeit irgendwie ausliefern müssen und dann noch die Tüten alle packen müssen. Wir sind heute nur zu produzieren da. Und das war's. Straight out of Tante Anna. See you tomorrow. Und heute spare ich mir das letzte Wort, was ich gestern gesagt habe. Peace out, Freunde.